So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Pharao. Ich bin super glücklich, dass wir jetzt hier wieder reinschauen können, denn Abu ist soweit durch. Wow, und das lief sogar sehr, sehr knusper. Eigentlich richtig toll. Ich bin super glücklich. Und übrigens, dieses Achievement, das wir bekommen haben, Negoce, Negoce, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, das ist dafür, dass wir mindestens 10.000 Deben mal ebenso in einem Jahr verdient haben, allein durch den Handel. Und das ist schon sehr viel, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten auch sehr viel zu verkaufen, ob das jetzt Sandstein war oder Granit oder Bier, Leinen. Wir haben ja alles verkauft, was wir hatten. Und wir gehen nochmal ins Alte Reich, nochmal in die Oase Selime. Denn Abu haben wir jetzt soweit durch und die Oase Selime, die mussten wir im Prinzip als Pendant dazu machen, eher die kriegerische Version. Ich denke mal, dass es dort mehr um Krieg geht und da geht es auch um die Straße nach Afrika. Wir hatten in Abu schon von der Oase Selime gehört, dass ein anderer das macht, aber das sind natürlich auch wir. Und danach geht es auch gleich nach Sakkara. Das bedeutet, wir beeilen uns, dass wir auch schön schnell durchkommen und uns das alles ganz in Ruhe dann zur Genüge führen können. Schön schnell, ganz in Ruhe. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, wie es gedacht ist. Mit Nebkare hat ein neuer Pharao den Thron bestiegen und die dritte Dynastie der ägyptischen Herrscher begonnen. Nebkare hat Ägypten neu organisiert und strukturiert, indem er die Aufteilung des gesamten Reichs in Distrikte, in sogenannte Nomes, angeordnet hat. Jeder Nomes wird von einem lokalen Herrscher, dem Nomarchen, regiert. So starr dieses System auch wirkt, es trägt doch dazu bei, dass unter Nebkares Herrschaft Ägypten wächst und gedeiht und dass große Errungenschaften in den Bereichen Kunst und Architektur erzielt werden. Wir hatten auch beim letzten Mal, dass der Sprecher einfach zwischendurch aufgehört hat zu reden. Ich weiß nicht wieso. Händlerkarawanen aus dem tiefsten Afrika, die von Oase zu Oase ziehen, bringen jetzt viele seltene und exotische Luxuswaren nach Ägypten, die unser Volk heute nicht mehr missen möchte. Leider werden diese Karawanen regelmäßig von libyschen Kriegern und sogar von Beduinen aus der Wüste im Osten angegriffen. Um diese Handelswege zu sichern, wünscht Pharao Nebkare, dass sie einen Militärposten in der Oase Selime errichten, dem Dreh- und Angelpunkt des Karawanenhandels weit jenseits der Grenzen unseres Reiches. Dort werden sie Bäume finden, die sich zur Abholzung eignen. Die Einkünfte aus dem Verkauf des Holzes werden ihnen dabei helfen, diesen Vorposten einzurichten. Für das Schmieden von Waffen dürfen sie Kupfer aus unseren neu errichteten Minen in Timna, das im Lande Sinai liegt, importieren. Von der Oase Selima aus können sie eben Holz aus dem Land Kerma in Afrika importieren. Wenn es ihnen gelingt, diesen Außenposten zu befestigen, wird er eine nie versiegende Ebenholzquelle für alle Städte in unserem Reich darstellen. Und das wollen wir natürlich versuchen, das wollen wir hinkriegen. Unsere Aufgaben sind klar, Kulturwertung von 20, Wohlstandswertung von 20, Königreichwertung von 55 und 3000 Leute in der Bevölkerung. Wir hatten das letzte Mal 4000, also kriegen wir das hin. Auch hier wird uns nochmal gesagt, dass es jetzt die Tempelanlagen gibt, sprich die großen Tempelkomplexe, die wir nicht mehr einzeln komplett aufbauen müssen, sondern eigentlich sehr viele Möglichkeiten haben. Oh, das ist interessant, wir haben tatsächlich nur eine Oase, einen Mittelpunkt, nichts mit Fernhandel über Schiffe, nein, wir müssen alles dann wahrscheinlich über den Landhandel machen, sehr interessant. Und es gibt auch nicht viele Dinge, wo wir unsere Leute hinstellen können, ohne dass es großartig Probleme gibt. Das Gute ist, dass wir uns umgestellt haben, dass wir andere Möglichkeiten haben, hier Essen jetzt zu holen, natürlich aber auch die ganzen Betriebe dorthin zu stellen, wo wir sie hinhaben wollen, ohne dass sie irgendwelche Leute suchen müssen. Das heißt, ich kann die Leute irgendwo platzieren und die ganzen Betriebe dann meinetwegen weiter hinten, das ist alles kein Problem. Darüber kann dann auch der Handel stattfinden, das macht es wesentlich angenehmer und natürlich später in Zeus und Poseidon, das ist, ich sag mal, der Nachfolger von Pharao zusammen mit der erste Kaiser. Da wird es auch so sein, dass man dementsprechend eigentlich gar nicht großartig die Betriebe mit den Leuten, mit der Bevölkerung verbunden hat. Das wurde automatisch dann schon gemacht mit der globalen Arbeitskraft. So, nichtsdestotrotz, wir fangen an und zwar hier vorne mit der ersten Wohnsiedlung. Da freuen sich die Straußen, denn die werden hier nicht getötet. Nein, ganz im Gegenteil. Das Schöne ist, dass jetzt keine Leute außerhalb der Karte kommen. Das war ja früher so in Pharao, dass die einfach irgendwo reingekommen sind und man musste gucken, oh Gott, wie verteidige ich mich? Wo setze ich jetzt meine Leute hin? Die könnten ja von oben kommen, die könnten von der Seite kommen. Da brauche ich eine Mauer links und rechts und Türme, dass die dann gleich darauf schießen, bevor die Leute überhaupt näher kommen. Und Seth muss auch noch mit ran, damit er die Bösewichte niederstreckt und so. Ist ja nicht mehr der Fall. Wir können ja jetzt bauen, wo wir wollen, weil diese ganze Karte und die Kämpfe im Allgemeinen umgeändert wurden. Für diejenigen, die die Let's Plays später sehen und es ist vielleicht noch was anderes hinzugefügt worden, dass man sagt, hey, wir machen es jetzt doch so, dass die Kämpfe wieder auf der Karte stattfinden. Entschuldigung,
war nicht meine Idee, dass das so umgesetzt wird. Und ich werde dann versuchen, vielleicht auch solche Kämpfe nochmal zu zeigen. Aber generell, ja, macht es jetzt nicht viel anders, außer dass man nicht mehr so viel Geld für die Befestigungsanlagen ausgibt. So, das sind jetzt unsere Leute. Machen wir doch noch ein bisschen breiter die Straße, dass wir dann die Tempel noch dazwischen setzen können und noch mehr Platz haben für einzelne Dinge. Dann kommt hier erstmal, ne, ich brauche keine Sperre, das reißt mal ab. So, und dann kann hier nämlich auch der Pavillon stehen. Pavillage. Jo. Und als Tempel, oh, wir haben sogar zwei Götter wieder. Wir haben jetzt den Tempel des Re und den Tempel des Seth. Seht. Seht, da ist Seht. Ich soll ja immer Seht sagen. Aber im Englischen sagen sie Seth. Erstaunlicherweise. Ich habe auch irgendeine Serie geguckt, wo irgendjemand die ganze Zeit Seth genannt wurde. Und dann haben sie noch gesagt, Mensch, das klingt ja wie der ägyptische Gott. Und das hat mich gewundert. Weil eigentlich habe ich ihn immer Seth genannt, als ich damals jung war. Ja, auch ich war mal jung. Auch wenn man es nicht glauben mag. So, eine Zisterne noch. Bitteschön. Polizeiposten kommt ebenfalls mit dazu. Was brauchen wir sonst noch? Marktplatz machen wir später, aber eine Arztpraxis muss auf jeden Fall sein. Die können hier mit stehen, das ist okay. Dann können wir auch noch Gärten zwischenballern und natürlich Schreine, denn unsere Götter sollen ja zufrieden sein. Ein Dorfpalast werde ich jetzt erstmal noch nicht bauen. Wir haben jetzt erstmal die Möglichkeit, die Bevölkerung mit reinzuholen. So, lassen das schon mal normal laufen. Die brauchen ja erstmal nur Leute. Wir brauchen hier noch eine Sperre, dass die da gar nicht erst langlaufen. Es ist ja wirklich nur so zur Versorgung. Okay, jetzt ist die Hauptstraße schon mal mit allem anderen verbunden. Dann werden wir uns jetzt darum kümmern, hier eine Sperre zu bauen. Landwirtschaft, Jagdhof, genau. Vier Jagdhöfe dürften fürs Erste reichen. Ein Silo mit dazu. Das stelle ich aber weiter nach oben. Sperre mache ich mal hier mit hin. Und dann brauchen wir... Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Jagdhöfe haben wir. Polizeiposten, genau. Feuerwehr, nicht Polizeiposten, aber Architekt und Feuerwehr sind wichtig. Denn die Leute sollen natürlich beschützt werden hier unten. Nicht, dass da nachher Probleme aufkommen. Dann gucken wir auch gleich mal, mit wem wir Handel treiben können. Denn wir haben nur noch 3600 Leben. Das ist nicht besonders viel. Und wir müssen noch die Handelsroute eröffnen. Sowie natürlich die ganzen Betriebe mitgründen. Schmuck und Leinen dürfen wir dorthin verkaufen. Das haben wir nicht. Bedet hat Siegel, Leinen, Edelstein, Holz und Schmuck, die sie kaufen wollen. Und dadurch, dass wir Holz verkaufen können, werden wir mit Bedet definitiv die Handelsroute abschließen. Kostet auch nur 400. Ist relativ günstig. Nehmen wir schon mal. Danke. Auch wenn ich jetzt noch nicht viel machen kann. Abjedu oder Abjedu will auch Holz haben. Das heißt, auch da werden wir den Handel eröffnen. Da können wir sogar Wildfleisch drin verkaufen. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Eine Preissenkung. O königlicher Schreiber Zimt, der Preis von Schmuck ist gefallen. Ja gut, so viel Schmuck haben wir nicht. Ich glaube, wir haben allgemein auch keine Berge hier, dürfen auch dementsprechend nichts irgendwie großartig abbauen. Es gibt nur Holzfällerlager und das muss reichen. Und da werden wir jetzt zusätzlich noch ein Lagerhaus bauen, das nichts annimmt, sondern nur Holz. Alles annehmen. So, das Holz wird dann geliefert. Wir können jetzt erstmal die Holzfällerlager errichten. Brauchen auf jeden Fall mindestens 3 Stück, wenn nicht sogar noch mehr. Und das Schöne ist, dass die gleich hier vorne mit hingehen können. Alles ist gut. Und dann werden wir auch gleich bei dem Händler sagen, dass er das ein oder andere fertig machen soll. Er geht jetzt erstmal Wasser hinbringen. Das ist super. Dann wachsen die Leute auch gleich und wir haben kein Problem mehr mit der Arbeitslosigkeit. 3 Leute sind tatsächlich noch da, sind noch nicht in Betrieben mit drin. Aber wir haben überall zu wenig. Dann stimmt die Anzeige nicht. 6 Leute fehlen, 14 sind drin. In der Unterhaltung. Aber vielleicht liegt das daran, dass die schon mit reingezählt werden, die gerade ankommen. Das kann durchaus sein. Na gut, wir kriegen Holz. Wir werden demnächst Fleisch bekommen, das dann unseren Leuten hier zur Verfügung gestellt wird. Und wir brauchen mehr. Mehr Fleisch, mehr alles. Wir dürfen selber Bier brauen, Geschirr fertig machen und Papyrus fertig machen. Heißt, wir könnten beispielsweise Schilf einkaufen oder auch Gerste, um dann eben das alles selber zu produzieren. Es gibt sowieso keine Möglichkeit, Ton hier fertig zu machen. Das bedeutet, wir müssen uns auch nach den Händlern umgucken, die uns sowas anbieten.
So, Holz wollen wir verkaufen. Für Export verfügbar, exportieren über. Machen wir mal erstmal über 800. Das dürfte für den Anfang reichen. Und jetzt wieder auf die Weltkarte. So, Abiedu möchte auf jeden Fall Holz haben. Da werde ich auch noch mehr Holzfäller mit hinstellen, sodass wir dann auch einen riesen Reigen an Holz verkaufen können. Das wäre super. Die verkaufen uns auch Gerste. Das ist schon mal gut. Dann können wir wenigstens Bier brauen. Allerdings brauche ich auch Ton. Ton kriegen wir aus Beret. Gut, das heißt, das wird beides schon mal geliefert. Und wir können uns jetzt noch um mehr Holz kümmern. So, schon werden Arbeitskräfte wieder benötigt. Sobald wir jetzt also die ganzen Leute hier drin haben, werden wir einen Marktplatz bauen, einen Bazar und dafür sorgen, dass die hier alle wachsen. Ja, die sollen nicht so weit laufen. Da ist es, glaube ich, besser. Und ich könnte auch, warte mal, das machen wir jetzt mal, hier eine Straße langziehen und eine Sperre ran. Dann läuft sie nämlich auch nicht so weit außen rum, sondern kann hier gleich wieder zurück. Und Fleisch wird immer mehr. Das kommt gut. Sehr nice. Macht mal ein bisschen schneller. Geht's noch schneller? Nö. Warum auch? Geht ja so. So, die ersten Leute werden größer. Wir kriegen noch mehr Leute, die für uns arbeiten können. Alles ist gut. Holz haben wir jetzt in Massen, können das richtig schön verkaufen. Da werden auch zwei Städte von profitieren. Ich sowieso, weil wir die Kohle kriegen. Das ist hervorragend. Und die werden alle immer größer. Sehr schön. Die wollen jetzt schon mehr Unterhaltung haben. Und natürlich müssen wir uns auch gleich mal darum kümmern, Ton einzukaufen. Das heißt, ich werde jetzt weitere Lagerhäuser bauen. Was ich auch machen könnte, ist hier... Ne, hier will ich noch ein Wohngebiet nachher hinhaben. Ich werde mal hier dafür sorgen, dass wir... Das ist auch doof, ne? Die Lagerhäuser müssen hier hin. Ich komme gar nicht drum herum. Lagerhaus Nummer 1 und Nummer 2. So, du nimmst bitte nichts an, außer Ton. Ton, 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 Ton. Da. Alles annehmen. Und du nimmst nichts an, außer Geschirr. Töpferwaren. So, die wachsen immer weiter, werden immer größer. Sie holt immer wieder regelmäßig Essen mit dazu. Den Göttern dürfte es nicht so gut gehen. Zufrieden, zufrieden. Na doch, geht. Das ist in Ordnung. Das heißt, das läuft schon mal. Dann muss ich Kupfer noch importieren und auch Waffenschmieden fertig machen. Heißt, die kommen, glaube ich, nachher gar nicht mehr so weit. Ne? Ich werde hier mal auch noch ein bisschen was mit hinstellen. Und zwar eine weitere Feuerwache und einen weiteren Architektenposten. Nichts annehmen außer Kupfer. Und du nimmst nichts an außer Waffen. Obwohl, nee, Kupfer und Waffen mache ich in ein Lagerhaus. Das andere, das sparen wir uns erstmal auf. Zur Hälfte bitte und Waffen auch zur Hälfte bitte. Guti. Das läuft. Wie sieht die Arbeitskraft aus? Immer noch zu viele Arbeitslose. Das ist in Ordnung. Können wir uns schon mal um Jongleure und so weiter kümmern? Nee, das hatten wir schon. Oh, wir haben richtig viel Geld gemacht. Guckt euch das an. 6700. Oh, hervorragend. Das ist die Tanzschule, ja, die fehlt mir noch. So, dann haben wir schon mal die Unterhaltung, das heißt, die Kultur geht auch wieder weiter nach oben. Die können auch weiter Holz hacken, alles ist gut, wir kriegen wieder jede Menge Kohle. Ebenholz wollen die haben. Das muss ich ja importieren. Pause. Was? Aufseher des Handels. Mit Kerma, oder wie? Ja, 450. Okay, na gut, dann kaufen wir das ein. Ich meine, das ist jetzt nicht das Problem, aber ob es pünktlich kommt, wage ich zu bezweifeln. Hauptaufseher des Handels. Für Import verfügbar. Importieren bis zu 400. Und hier kann ich runtergehen. Die sollen ruhig mehr kaufen. Holz kommt sehr schnell wieder mit rein. Okay, wir haben wieder eine bessere Königreichwertung, danke Reh. Das freut mich.
In manchen Kreisen wird er Ra genannt, in anderen wieder Re. Ich bin ja immer so ein bisschen verwirrt. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. So, dann werden wir auch gleich mal Schreine bauen. Schrein für Re. Schrein für Set. Oder, ja, doch, Set. Den Tempelkomplex, den muss ich auch noch fertig machen. Den werde ich aber in einen anderen Stadtteil packen, wenn wir dann irgendwann einen zweiten Stadtteil haben. So, dann kann ich auch gleich Ton einkaufen. Wir haben richtig gut Asche verdient. Oh, das sieht gut aus. Hauptaufseher des Handels, dort bitte Ton einkaufen. Also hier habe ich kein Problem mehr. Es läuft hervorragend. Und hier dürft ihr auch richtig viel Ton mit reinpacken, sodass wir dann auch ganz viele Töpfereien damit versorgen können. Töpferei. Okay, wie sieht die Arbeitslosenquote aus? Seht es auch mit Wohlwollen zufrieden, das ist sehr schön. Nein, die haben die Luxuswaren wieder über den Marktplatz rausgegeben. Oh nein, Mensch, das lief doch gerade. Was soll denn der Mist? Seid ihr bekloppt? Nicht abgeben. Ja, natürlich. Wir haben es immer noch nicht geschickt und jetzt gibt es Ärger. Es hätte so gut klappen können, aber gut. Da muss ich jetzt durch. Die Lagerhäuser kann ich auch zusammenpacken. Das geht auch. Seht, passt auf uns auf, falls uns doch jemand überfallen will. Und ich muss jetzt auf jeden Fall auch Kupfer importieren. Ich bin viel zu langsam. Aufseher des Handels, Kupfer, Handelsroute eröffnen. Boah, muss ich schon wieder eine andere machen? Wer verkauft mir denn Kupfer? Du nicht. Timna? Timna. Teuer? Absolut teuer, aber notwendig. Aufseher des Handels, Kupfer importieren bis zu. Machen wir mal erstmal 800, das reicht. Dann bauen wir auch gleich Waffenschmieden mit hin. Zwei Stück reichen auch. Und dann können wir uns schon mal um den Drillplatz kümmern. Der kann ja irgendwo stehen, das ist ja egal wo. Und dann brauchen wir Forts. Handelsstadt belagert. O königlicher Schreiber, die Stadt Kerma leidet unter drückenden Belagerungen und die Preise sind insgesamt gefallen. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Wir nehmen jetzt erstmal ein Bogenschützen vor und ein normales vor. So, die sind gebaut. Die Leute werden jetzt ausgebildet und fertig gemacht. Sobald wir zumindest Waffen haben. Ach so. Aufseher der Politik. Oh, das andere ist raus. Verdammt. Ich habe die Luxuswaren jetzt nicht pünktlich geliefert. Na gut, passiert. Königreichwertung sinkt. Ja, mein Gott. Ist nicht so schlimm. Re hat sich darum gekümmert, dass die einigermaßen oben ist. Also von daher ist das nicht ganz so wild. Wir sind trotzdem noch bei 58. Was die Kultur angeht, brauchen wir nicht mehr lange. Wohlstand ist schon super. Wir brauchen eigentlich nur noch die 3000 Leute. Es geht viel zu schnell und viel zu gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so sein soll. So, ein weiteres Lagerhaus, bitte. Wie machen wir das? Das muss hier mit hin. So, pass auf. Du wirst jetzt auch das nur zur Hälfte annehmen, genau. Und dann wirst du eher noch Gerste annehmen, obwohl zu einem Viertel reicht auch aus. Gerste bitte zu drei Viertel. Sehr schön. Und du wirst nichts annehmen außer Bier. Das dürfte okay sein. Und dann brauchen wir die Brauereien. Drei Stück erstmal. Sagen dem Aufseher des Handels, wir wollen Gerste importieren bis zu 1000. 600. Und dann haben wir auch Bier. Das ist gut. Und dann müssen wir uns nur um die Bevölkerung kümmern. Wir sind im Moment bei 888, ein bisschen wenig. Aber wir haben auch eine relativ hohe Arbeitslosenquote. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall darum kümmern, dass das noch besser wird. Das heißt, gegen die Arbeitslosenquote, was bauen wir denn da Schönes? Das meiste haben wir ja schon. Ich könnte noch mehr Betriebe mit hinstellen. Holzfäller.
Dorfpalast wird es auf jeden Fall erstmal geben. Oh, der Strauß ist im Weg. So, jetzt fühlen die sich auch aufgehübscht. Außerdem werde ich mir noch einen persönlichen Wohnsitz mit hinballern. Hier könnten wir die nächsten Leute mit hinstellen. Obwohl, ganz so gut ist es nicht, ne? Ich muss ja irgendwie auch die Zisterne mit hinsetzen. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. So dürfte das reichen. Dann kann die Zisterne hier stehen. Wir brauchen mehr Leute. Das war jetzt verkehrt. Die hinten bitte einmal wegreißen. Also ich baue jetzt erstmal alles soweit auf. Wir werden zwar aus Versehen jetzt zu viele Leute haben, aber das ist nicht ganz so wild. Denn das hat schon seinen Grund. Wir brauchen ja die Masse. Aber unter anderem werde ich hier auch erstmal keinen Marktplatz mit hinsetzen. Die werden jetzt erstmal nur ihre Zisterne bekommen, alles andere, wodurch natürlich wieder Arbeitsplätze verbraucht werden. Arbeitskräfte meine ich. Das wird uns wieder in die Hände spielen und wir können hier auch den Tempelkomplex erstmal bauen und, und. Das wird schon. Obwohl, hier könnten wir den Platz mit hinsetzen. Den Pavillon. Eine Arztpraxis, gerne auch noch einen Zahnarzt. Ihr kriegt auch jetzt einen Zahnarzt. Ihr bekommt zusätzlich eine Apotheke. Hier gibt es auch noch eine Apotheke. Wir werden einen Polizeiposten benötigen. Obwohl, hier muss eher der Marktplatz hin. Wir brauchen eine Feuerwehr und einen Architektenposten. Kein Straßenzugang? Wer hat keinen Straßenzugang? Was soll das denn? Natürlich, die haben alle Straßenzugang. Ups, was ist hier los? Wieso habe ich da eine Feuerwehr gesetzt? War wahrscheinlich aus Versehen, weil ich eigentlich... weil ich eigentlich die Architekten mit hinsetzen wollte. Jetzt haben wir keine Arbeitskräfte mehr. Juhu! Also haben wir schon mal sehr viel gebaut, das jetzt erstmal hier alles versorgen muss. Das liefern wir. Eine kleine Segnung von Re. Neue Arbeitskräfte kommen. Die hier werden demnächst größer, wenn erstmal die Brauereien ordentlich versorgt sind mit ganz viel Gerste. Königreichwertung steigt, weil wir das Ebenholz geliefert haben. Und wir bauen den nächsten Tempel. Das heißt, einmal einen Tempelkomplex für Seth. Sehr schön, das Teil hier reißen wir ab. Da kommt jetzt noch ein Tempel mit hin für Re. Dass der auch nochmal mit vertreten ist. Wie, ich bekomme keinen Rum mehr, wenn wir nicht 1 Million Abonnenten haben. Helft einem durstigen Piraten!